So, da sind wir wieder. Das ist die Barbarossa-Straße hier in Mamutla. Wunderbar ist, ja, ihr seht schon, es ist jetzt nicht wirklich so viel los. Aber trotzdem, ihr geht hinten raus, ihr habt direkt die Infrastruktur, alles vor der Nase, ihr könnt schön essen gehen. Ihr könnt Kleidung kaufen. Nein, hier sind auch Supermärkte, hier sind Restaurants, hier sind Cafés. Also die Wohnung ist sicherlich etwas für jemanden, der gerne vermieten möchte oder der einfach gerne ein bisschen Leben um sich haben möchte. Das ist der Eingangsbereich, alles gesichert mit Chiffre und ihr kennt das schon von anderen Lagen. Wir gehen einfach mal hinein. So, wir haben nur 3 Stufen. Bis zum Aufzug. Also diese 3 Stufen müsst ihr überwinden und dann seid ihr schon im Aufzug drin. So, ich bin jetzt in Mamutla für euch. Und zwar, ihr seht schon, ich bin in einer Wohnanlage in der ersten Meereslinie und das freut mich besonders, euch dieses Angebot zu diesem wirklich guten Preis. Und ihr wisst das schon von mir, ich schreibe immer alle Informationen inklusive der Größe der Preise und alles, was ihr wissen müsst, in die Texte hinein, inklusive des Exposés, was ihr euch gerne laden könnt. Hier geht es darum, euch eine Inspiration davon zu geben, was hier wirklich tatsächlich in das Angebot kommt. Und hier hinter mir seht ihr schon die Außenanlage. Gehört diese große coolen Wellness Area dazu und es gibt eine Unterführung, die euch direkt ans Meer bringt. Das seht ihr gleich auf einem kleinen Zuschnitt, den wir von der Promenadenstraße aus gedreht haben. Also direkt heute aus Mamutla, erste Meereslinie, diese Anlage. Ich schalte direkt gleich um, drehe mich nochmal, damit ihr auch sehen könnt, wie groß dieser Balkon hier wirklich ist. So, hier haben wir nochmal den riesigen Außenbalkon. Da hinten habt ihr das Meer. Hier hinten habt ihr die rückwärtigen Bereiche dieser ganzen Wohnanlagen hier. Der hier gehört zu uns. Und ihr seht, es ist wirklich, wirklich eine wunderschöne Lage. Vorne die Barbarossa-Straße, wo ihr alle Möglichkeiten habt, einen Kaffee zu trinken, einzukaufen, essen zu gehen, was auch immer ihr machen möchtet, und davor direkt das Meer mit einer Unterführung, die euch auf die andere Seite bringt. Hier habt ihr noch einen kleinen Außenkamin. Genau. Diese Tür führt zur Küche. Wir gehen hinein. Das Mobiliar würdet ihr sicherlich austauschen wollen. Bei mir würde es ausgetauscht werden. Nur dazu, wir übernehmen gerne für euch eine komplett neue Innendesign, einen komplett neuen Innendesign-Entwurf. Wir haben dazu Architekten und Raumausstatter in der Firma, die machen das für unsere Käuferkunden komplett kostenlos, so dass ihr auch nach Deutschland bestimmte Varianten einfach von Ausstattungsmöglichkeiten bekommt, per WhatsApp, per E-Mail, wie ihr das möchtet, mit allen Preisangeboten, wobei man sagen muss, also wenn ihr zum Beispiel sagen würdet, ich will hier eine neue Küche haben, weil die finde ich jetzt, keine Ahnung, unmodern oder irgendwas, dann kostet euch eine Küche in dieser Größenordnung mit allen Geräten etwa 4000 Euro. Also riesige Preisunterschiede auch zu Deutschland, aber was ganz modern ist. Also ich spreche wirklich davon, dass ihr den Apothekerschrank drin habt und vielleicht alles Anthrazit mit so einem Tippmechanismus, dass die Schubladen sich ganz weich einziehen und ausfahren. Ganz kurz dazu, ihr habt Rollläden an den Fenstern. Hier geht es jetzt zu den Schlafzimmern und zu den Bädern. Das hier ist ganz süß. Also auch die Bäder, wenn euch das nicht gefällt, hier hinten sitzt jetzt zum Beispiel so eine kleine Wanne, so eine Sitzwanne mit Whirlpool-Düsen. Wenn ihr das anders haben möchtet, bauen wir euch gerne hier eine Dusche ein, ebenerdig, ganz modern, so wie ihr das jetzt kennt. Kostet vielleicht 1.500–2.000 Euro mit einem neuen Waschtischschrank. Hier haben wir die Schlafzimmer, große Schlafzimmer. Alles, was ihr geändert haben möchtet, damit ihr mal so eine Gesamtinvestition kalkulieren könnt für euch,
egal ob es Mobiliar ist oder Streichen ist, fragt das einfach an und wir werden euch dazu einen Preis nennen, der dann plus minus 10% natürlich zum endgültigen Preis abweichen kann. Nochmal hier ein kleiner Balkon von diesem Hauptschlafzimmer aus. Hier vorne der Blick auf die Barbarossastraße. Hauptschlafzimmer. Hier haben wir das zweite Bad, ein Duschbad. Das können wir natürlich auch gerne für euch abändern. Und was ganz schön ist, ist hier hinten haben wir so einen kleinen Hauswirtschaftsraum. Hier könnt ihr natürlich auch einen Trockner umstellen. Aktuell steht die Waschmaschine hier. Und das zweite Schlafzimmer. Auch mit Blick eigentlich auf die Barbarossastraße. Jetzt haben wir hier die Jalousien. Das ist der Eingangsbereich. Hier haben wir noch so einen Einbauschrank. Können wir gerne die Fronten verändern. Okay, ich gebe es zu, diese Wohnung wird keinen Schönheitswettbewerb gewinnen. Noch nicht. Aber wenn ihr mit dieser Wohnung fertig seid oder wir mit dieser Wohnung fertig seid, dann können wir wirklich für ganz, ganz kleines Geld, also wir sprechen vielleicht von 10.000 Euro. Ja gut, 10.000 Euro sind 10.000 Euro, ich weiß, lasst uns darüber nicht diskutieren. Aber in Anbetracht des Kaufpreises können wir euch hier ein Wohnjuwel stricken. Etwas völlig Modernes und das in erster Meereslinie, in dieser wirklich schönen Lage, mit dieser wirklich schönen Außenanlage. Ihr solltet es auf keinen Fall verpassen, diese Wohnung wirklich einmal zu besichtigen. In diesem Sinne, bitte schreibt mir all eure Fragen in die Kommentare oder schreibt mich an unter claudia@alanya.haus. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Und wie gesagt, wir machen euch gerne eine Gesamtkalkulation. Wir zeigen euch gerne die Wohnungen. Wir können die Wohnung kurzfristig betreten. Verpasst die Gelegenheit nicht zu besichtigen. Macht's gut, eure Claudia Eier. Bye bye.